Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um den Groove, den ich mit einem Release eines Kompressors oder einer Audio-Sidechain erzeugen oder rausschälen kann. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Daher legen wir doch gleich los. So, Kompressor kennen wir ja alle, Audio-Sidechain kennen wir ja auch alle und diese ganzen Ducking-Effekte, die es dazu gibt. Und ich will in diesem Tutorial den Schwerpunkt auf das Release legen. Ich habe hier so ein kleines Stückchen zusammengezimmert und da habe ich jetzt im Moment noch gar keinen Kompressor und gar nichts drauf und das klingt erstmal so. Das heißt, hier spielt der Polysynth als Pad einfach mal komplett durch. Und ich habe jetzt auf dieser Spur einfach mal einen Kompressor draufgelegt. In diesen Kompressor habe ich in die Sidechain die Kick von meiner TR-909 gelegt. Und zwar als Pre, die hier. Und der Kompressor hat hier erstmal Grundeinstellung und wenn ich den Sound jetzt oder den Track jetzt mal spiele, schaue ich mir an, bis wohin der Pegel geht. Und den Pegel kann ich auf zwei verschiedenen Wegen einfangen, damit ich so diesen Threshold oder diesen Punkt erreiche, wo ich anfange, das Signal in der Lautstärke runterzudrücken. Das kann ich einmal mit dem Threshold hier machen. Ich kann aber auch hier das Input-Signal einfach ein bisschen boosten, dass die Signalquelle einfach quasi mehr nach oben ausschlägt. Ich mache das jetzt erstmal, weiß jetzt gar nicht, was das Original war, ich lasse es jetzt einfach mal hier stehen. Ich mache das jetzt erstmal hier über diese Signalquelle, beziehungsweise stelle den schon mal ein bisschen runter. Und lass es jetzt erstmal laufen und guck dann. Ich habe jetzt einfach geguckt, dass dieser kleine Punkt quasi bis nach oben geht, damit ich die volle Lauflänge hier habe. So, und jetzt stelle ich einfach mal ein ganz krasses Ratio ein. Einfach mal Infinity, das heißt, wenn es hier rankommt, soll die Lautstärke dann einfach runtergedrückt werden. So, die Attack lasse ich auf relativ schnell hier und jetzt geht es um das Release. Das heißt, ich habe ja hier ein durchgehendes Pad, das jetzt hier schon durch den Attack unterbrochen wird. Man hört das schon, dieses rhythmische Pumpen. Je kürzer ich die Attack mache, Release ist ja im Moment ganz aus. Umso weniger ist das Pumpen da, würde ich jetzt einfach die Ratio verändern oder hier den Input Level, dann kriege ich auch das Pumpen wieder weg. Mir geht es aber darum, dass ich jetzt einfach mal so zeige, man hört ja jetzt schon, dass dieses Pad ja schon einen Rhythmus hat. Und, aber es gibt verschiedene Rhythmen da. Und das ist einfach wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt, wenn man einen Kompressor oder einen Sidechain auf eine Spur oder eventuell auf Master legt, dass man hier eine ganze Menge beeinflussen kann, was mit dem Groove des Tracks zu tun hat. Ich lasse das hier gerade nochmal spielen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beat, den ich da reinbringe, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen Schluck auf Beat. Und jetzt, wenn ich den Release immer weiter nach hinten packe, dann habe ich diesen pumpenden Effekt, den man aus dem Trance so ein bisschen kennt. Und damit entwickelt sich auch ein ganz, ganz anderer Groove. Musik.
Da hört man schon, ich habe im Endeffekt hier entweder mit ausgeschaltetem Kompressor einen Rhythmus, dann mit einem relativ kurzen Release einen zweiten Rhythmus, dann mit dem hier oben einen dritten Rhythmus und einen vierten Rhythmus, wenn ich das ziemlich langsam mache. Das heißt, ich kann mit dem Kompressor dieses Pad schon mal rhythmisch komplett verändern. So, jetzt habe ich bei dem Pad einfach ein Arpeggiator vorne dran gestellt. Da habe ich jetzt einfach hier noch, weil das ja nur ein Instrument oder ein Track, eine Spur ist, habe ich auch ein Tool genommen. Also ich kann den Dynamics nehmen oder einfach nur ein Tool, habe auch wieder die Kick da reingenommen und die Volume hier verändert. Und wenn ich das jetzt an der Stelle spiele, ich habe die den Polys sind auch ein bisschen geändert in der Frequenz, die Cutoff ein bisschen aufgedreht und die Attack runtergedreht, damit er nicht so lange braucht, weil es ja ein Arpeggiator ist. Und das Release auch ein bisschen runtergedreht. Kriege ich nur noch Teile des Arpeggios quasi laut und alles andere kommt so langsam daher. Das Ähnliche kann ich hier mit dem Kompressor noch machen. Ich habe hier noch einen Delay reingepackt, damit man es ein bisschen besser vielleicht hören kann. Auch wieder hier Threshold angepasst. Geguckt, dass ich genau diese Spitze erreiche, wo ich das Signal einfach gut steuern kann. Auch wieder mit dem Input-Signal gearbeitet. So, und das Ganze kann ich natürlich nochmal machen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier wieder rein, wenn ich auf der Masterspur bin und hier einen Kompressor drauflege. Ich glaube, ich habe hier noch einen aktiv, ja.
So, und ja, mit dem Release oder dem Zusammenspiel von der Ratio, dem Release und dem Input-Signal oder einfach Ratio und Release kann man einfach noch eine ganze Menge mehr rausholen aus einem Signal, um dann, wenn zum Beispiel ein Track überhaupt nicht groovt und eigentlich stimmt alles und man hat sowieso schon einen Kompressor da drauf laufen, dass man und sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht einfach die Kick auch ein bisschen mehr im Vordergrund, dass man das einfach noch so ein bisschen im Hinterkopf behält und sagt, hey, okay, ich versuche jetzt nochmal mit dem Release zu spielen und einfach zu gucken, ab wann fängt mein Track an zu grooven oder vielleicht, wenn ich das gar nicht beachtet habe, vielleicht habe ich das Release so eingestellt oder ist die Standardeinstellung oder wie auch immer, dass das Release gegen meinen Beat arbeitet. Einfach wenn ich dann hier so eine Einstellung habe, wo es dann diesen Schluckauf so ein bisschen gibt, wo es so ein bisschen gegenläufig fast schon wirkt, dass ich dann nochmal an das Release denke und dann versuche, das nochmal irgendwie so anzupassen, dass mein Track auch tatsächlich richtig anfängt zu grooven. Das wollte ich einfach nur nochmal loswerden, weil das für mich in viel zu wenigen Kompressor-Sidechain-Tutorials einfach erwähnt wird und man eher so mehr auf den Track zusammenschweißen und andere schöne Wörter benutzt. Aber so das Release an sich wird nur ein bisschen, meines Erachtens, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ein schönes Tutorial darüber hat ein schönes Tutorial hat der Gregory Scott von, oh, wie heißt der Kanal? Kush After Hours heißt der, glaube ich. Hat da auch schon ein schönes Video darüber gemacht, wie man versucht, mit dem Release einfach so diesen Groove rauszufinden von einem Song. Ich wollte das hier jetzt einfach nochmal völlig überspitzt darstellen, damit man auch mal versteht, was mit diesem Groove gemeint ist. Und dass halt es nicht nur einen Groove gibt, sondern einfach auch mehrere Grooves, je nachdem, was für eine Art von Sound man da hat, je nachdem, was für eine Art von Instrument, was für ein Track man da am Start hat, dass man da halt bis zu vier Grooves quasi mit dem Release rausarbeiten kann. Und das kann an einem Track ganz schön behilflich sein. So, wenn euch das Tutorial gefallen hat, ihr kennt das, dann abonniert den Kanal, drückt den Daumen, drückt die Glocke, kommentiert mir gerne, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, wie ihr vielleicht Kompressoren benutzt, ob ihr es jetzt einfach so nach Standard irgendwie rein und einfach nur mal den Threshold so ein bisschen anpassen, ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn es hinhaut, wunderbar. Aber vielleicht einfach beim nächsten Mal probieren, ob das Release nicht irgendwie den kleinen Unterschied macht, was den Track dann so zum Mitwippen bringt oder die Leute zum Mitwippen bei dem Track. Okay, das war's. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.